Heute zeige ich dir, wie du den Schwitzkasten komplett zerstören kannst. Das ist der Kollege, okay? Der ist raus. Das war hervorragende Position für den. Er ist wirklich. Der Schwitzkasten oder die Kopfklammer ist eine sehr relevante Position, die sehr oft vorkommt bei Anfängern und auch in Selbstverteidigungssituationen. Und es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, wie wir uns richtig verhalten und 1, 2, 3 oder mehr starke Möglichkeiten haben, um die Situation für uns auszunutzen. Ein kleiner Disclaimer: Alles, mit dem ich mich beschäftige, mit dem wir uns hier beim Munich MMA beschäftigen, bezieht sich auf das Thema Kampfsport und den Kampfsportkontext. Nichts von dem, was ich zeige, ist gemacht für eine Selbstverteidigungssituation und ich rate ganz entschlossen davon ab, das in irgendeiner Art und Weise auf der Straße anzuwenden. Den Schwitzkasten zu nehmen, Kopfklammer oder Schwitzkasten, ist ein technisch schwaches Verhalten. Das wollen wir komplett vermeiden. Wenn ihr nicht ganz genau wisst, was ihr tut, begebt ihr euch gegen einen erfahrenen Gegner in extreme Gefahr. Ihr wollt immer mit Underhooks kämpfen. Ihr wollt mit eurem Arm oder euren Armen unter der oder den Achseln sein vom Gegner. Sollte es dem Raoul gelingen, einen Underhook zu erarbeiten, ist es sehr falsch, den Kopf zu klammern. Dann wollt ihr immer den Overhook nehmen. Natürlich gibt es Sachen, die ihr aus der Kopfklammer machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel sehr kraftvoll werfen. Ich zeige es einmal. Und ihr könnt theoretisch auch von hier kontrollieren und auf die eine oder andere Art und Weise den Kampf sogar beenden. Das funktioniert aber eigentlich nur, wenn ihr es entweder wirklich hervorragend macht oder einen sehr unerfahrenen Gegner habt. Gegen erfahrene Gegner begebt ihr euch immer in Gefahr. Im nächsten Schritt schauen wir uns die Verteidigung an bzw. die technischen Optionen, die ihr habt, wenn euer Partner auf die Kopfklammer, auf den Schwitzkasten geht. Eine Sache, und das ist eigentlich das Wichtigste, vorab, das hier, der klassische Schwitzkasten, das ist keine Situation, die entsteht zwischen zwei trainierten Kämpfern. Das ist was für den Schulhof oder für irgendwelche Hornochsen, die sich abends in der Kneipe geben. Okay? Sobald ihr merkt, der Partner geht auf die Kopfklammer, geht eure Hüfte an ihn ran, runter und ihr umarmt die Hüfte. Seht ihr den Unterschied? Ihr habt auch wieder meinen Kopf, aber ich bin in einer aufrechten Haltung, in einer guten Posture. Meine Hüfte ist unter meinem Kopf und ich habe beide Underhooks tatsächlich. Das ist eine hervorragende Position für mich, okay? Er ist wirklich gefickt, ja? Und jetzt zeige ich euch Optionen, die wir haben, von da zu arbeiten. Eine Sache vorab ist nichts, was ich in meinem täglichen Leben auf der Matte mache und wie gesagt nichts, was in einem Kampfsportkontext passiert, aber einfach der Vollständigkeit halber einmal diese Situation. Also ich bin tatsächlich nach vorne übergebeugt und der Raoul hat den Schwitzkasten. Okay? Von hier winkel ich 90 Grad. Meine beiden Arme gehen vor seine Beine. Ich setze ihn wie auf einen kleinen Stuhl hier auf meinen Oberschenkel und bringe ihn zu Fall und schaue natürlich, dass ich in der Oberlage rauskomme. Das ist so ein bisschen die Billo-Version aus dem Bereich Selbstverteidigung. Und jetzt zeige ich euch 4, 5 richtig kraftvolle Arten, um den Partner eigentlich zu zerstören, wenn er den Fehler macht. Okay? Variante 1, puff, hier, direkt Schwerpunkt abgesetzt, eine Hand an die Hüfte, eine Hand ans Knie und ich tackle ihn einfach rum. Okay? Hüfte schwer auf seinen Beinen, ich könnte von hier direkt anfangen auch zu schlagen. So, Variante 2, gleiches Ding wieder, okay? Schwerpunkt vor und runter. Und von hier kann ich ihn ausheben. Ich mache es jetzt vorsichtig und offensichtlich. Was ist hier? Der Suplex, okay? Und ich habe jetzt noch mich zurückgehalten. Stellt euch vor, das ist der Kollege, okay? Der ist raus danach. Nächste Möglichkeit nach dem Suplex, ganz coole Aktion für die Leute, die ein Gefühl für Hüftwürfe haben. Wir heben ihn aus, Wechselhüftwurf.
Nächste Sache, auch eine Variante aus dem Judo. Hüfte ran. Ich kontrolliere den Trizeps. Gehe unter seinem Bein durch. Heb ihn aus. Tiguruma. Und nächste Möglichkeit für Jiu-Jitsu oder MMA ist hier. Ich schaffe meinen Kopf hinten rauszukriegen. Okay, ich drag ihn auf den Boden aus der Rückenlage. Oder letzte Option, er geht auf den Schwitzkasten. Es gelingt mir, den Rücken zu nehmen und von hier direkt in die Back Control. Das waren vier oder fünf starke Möglichkeiten, um den Schwitzkasten zu kontern. Nochmal wiederholen, weil eben das eigentlich die Schlüsselstelle ist. Ich merke, der Raoul will meinen Kopf umgreifen. Mein Schwerpunkt kommt vor, geht nach unten und meine Schulter geht tendenziell nach oben, mein Kinn nach unten. Und schaut, dieser Unterschied, das ist eine komplett andere Position als hier. Letzteres war Kindergarten, ersteres war, was ihr ab jetzt macht.